Und ein herzliches Hallihallo, Hallöchen. Wir sind wieder hier, wo ich dabei bin, unseren geheimen Weg zu bauen. Again and again, genau. And again and again. Genau, irgendwie. Das wird schon, hoffe ich. Ich muss mir nur erstmal so einen Aufstieg noch verschaffen. So läuft das gerade irgendwie. Ja. Vor allem, weil ich hier jetzt... perfekt. Genau hierhin wollte ich nämlich. Ach ja, ach ja. Und hier unten wollte ich nämlich alles bauen. So, weil hier wollten wir erstmal eine ganze Ebene tiefer. Das wollte ich, das hatte ich schon vorher geplant. Aber das läuft soweit. Weil wir hier so ein bisschen Platz haben möchten. Ja, ich weiß, ich bin sehr effektiv und effizient und alles und... Aber das muss hier am Anfang sein. Das wird auch alles schön ausgeschmückt, aber erstmal so jetzt. Ich habe keine Schaufel, ne? Natürlich habe ich keine Schaufel. Machen wir es hier. So, weg damit. Ja, hier geht es ja raus und ja. Ich brauche dann auch Eisentüren. Dafür brauche ich Eisen. Das ich aktuell nicht besitze. Aber besitzen werde. Also wir werden hier noch so ein bisschen zu tun haben. Ein klein wenig. Mhm. Und in der Zwischenzeit schauen wir einfach mal, was wir so erreichen. Weil hier wird unser Weg nach oben hinkommen. Irgendwie. Und schauen wir mal. Muss ja irgendwie alles funktionieren. Weil dafür brauche ich Repeat. Vermutlich. Eventuell klappt es auch ohne. Ich werde es sehen. Vielleicht schaffe ich es sogar ohne. Wenn ich den Weg nicht allzu weit mache. Nur kurz mal einen Weg finden, um mich runterzugraben. Ich habe da noch eine. Gut. Hier geht es immer wieder nach oben. Das ist erfreulich. Wir haben noch genügend Holz. Sollte auch bald mal anpflanzen. Mal den Platz hier. Sieht schön hier aus. Ja. Ja. Da haben wir schon das erste Problem wieder. Der Weg nach oben. So, das hier muss noch weg. Dann machen wir es hier so. Dann hier nochmal eine weitere Treppe. Genau. Sehr schön gelöst, vor allem hiermit. Ja, ich hätte es gern, müsste es einen weiten nach hinten machen am besten. So, dann funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut soweit. Genau, ja, das passt soweit. Das ist für mich in Ordnung. Ich habe keine weitere Holztür. Von hier oben nicht dran, oder? Schade eigentlich. Egal. Holztür. So. Ich meine, man muss ja irgendwie seine Wege finden. Es wird übrigens wieder langsam dunkel. Was einen sicherlich erfreut. Und hier möchte ich auch gerne eine Fackel haben. Dann geht es hier nämlich nach unten. Hier nach und nach. Ja, super, passt perfekt. Aber erstmal, es wird dunkel, mag ich wieder schlafen. Das ist mein geheimes Bett im Übrigen. Chunk weiß davon bestimmt nichts. Er darf dann immer beim Dunkeln spielen, die ersten Nächte. Weil er einfach nicht Bescheid weiß darüber.
Weil wir ja zusammen spielen, ne? Wisst ihr ja. Ups, okay. Passt. Passt, passt, passt. So. So. Und so. Das darf auch natürlich wieder weg. Weil wir können das hier durchaus so ein bisschen weiter ausbauen. Ich meine, es gab ja in Festung immer mehr als genügend kleine Notausgänge. Nicht wahr, Schatz? So sieht's aus. Ich meine, die Königin muss ja auch irgendwie ihren Arsch retten. Ja, ist doch so. Ja, muss ich gucken, wie ich das hier genau mache. Muss auch irgendwie nochmal entsprechend ausgekleidet werden. Mal Kabel, ja, Kabel ist hier. So. Ja, das passt doch. Meine, unterschiedliche Steine sind immer eine gute Idee. So. Gut. Haben wir das hier unser, wie gesagt, kleiner Geheimgang. Ich weiß gar nicht, ob Chunk den hier schon mal so ein bisschen entdeckt hatte. Für sich. Wer weiß. Deswegen, das wird hier absichtlich so ein bisschen ja, geheim gemacht. Chunk wird es da vermutlich in der Folge sehen. Außer ich spreche das Chunk-Verbot aus. Dann darf er diese Folge nicht sehen. Wenn ich diese Folge nicht sehen. Ja. Das ist dann halt so. Nee, das haben wir so abgemacht. Im Übrigen, es sind auch mehrere Plätze noch in diesem Projekt frei. Also, es dürfen noch andere Leute. Genau, ihr könnt Ray alle ausrauben. Genau. Nein, also wir werden selbst noch nach Leuten suchen, die eventuell mitmischen möchten, wollen, tun. Ich finde, das wird so gar nicht klappen wegen den ganzen Redstone-Leitungen hier. Und das hier wird dann unsere Eisentür später. Sollte ich vielleicht hier so außenlang dann gehen, wenn das so klappt. Guck mal hier den Weg. Man muss mindestens 1-2 Redstone-Repeater hin. Muss. Geht gar nicht anders. Muss hier nur gucken. Also, ich muss noch eine ganze Ecke weiter, aber das wird schon gehen. Wir kriegen das hin. Genau. Ich bin ja Edermeister hier. Gucken wir mal hier. Vielleicht finden wir ja sogar ein bisschen Kohle, oder? Ich meine, ich brauche ja... Huch, ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Anscheinend. Ja, wirkt so. Zurück. Gucken wir mal hier. Das Gefühl, ich habe es auf random gestellt, die Playlist, aber dass die ständig ähnliche Samples abspielt. Komme ich hier raus? Okay, hier komme ich hier raus. Vielleicht ein bisschen weiter links. Das ist ziemlich eng gemacht auch. Vielleicht muss ich auch eine Ebene tiefer. Ich gehe mal hier davon aus. So. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Aufgang zu unserer Tür. Ich gehe mal hier kurz mal hin. Und ein Steak essen wir natürlich. Und wisst ihr was? Ich brate mal oben ein bisschen Cobblestone. Damit kann ich dann dem lieben Chunk auch was zurückgeben von seinem Stein. Aber wenn ich jetzt schon mal hier so viel hab, brauche auch dringend bald wieder Kohle. Wobei hier ist noch genügend drin. Läuft irgendwie. Was ich auch noch machen mag, ist hier. Mal schauen. Da, genau. Wollte ich mir rausholen. Mal sehen, ob das funktioniert. Der Server läuft ja weiter, sozusagen.
Und deswegen ist dies auch so, dass Bäume und Co. währenddessen wachsen. Ah, komm, hier haben wir. So. Dann wollen wir mal vielleicht sein Haus schon ein bisschen mit Bäumen verschönern. Genau. Das wird ihn bestimmt erfreuen. Okay, egal. So. Das wird schon irgendwie. Ich kann das jetzt gegenseitig behindern, aber so habe ich ein bisschen aufgeforstet. Sieht aus wie so ein kleines Tothaus, nur ein Kackbraun. Ja. Tothaus und Kackbraun. Ich warte halt, wie gesagt, dann immer noch auf Themen, über die wir reden können. Jetzt das nochmal so ein bisschen ohne Themen, so ein bisschen Rumgequake und Quatsche. Das wird schon laufen hier. Wir kriegen das hin. Bin ich mir sicher. Ja. Ich brate in der Zwischenzeit Cobblestone und gucke dann mich wieder hier runter. Ach Gott, ich bin eh kein. Im Übrigen, ich bin kein Redstone-Experte, meine lieben Freunde. Aber ich bin hier. Okay. Das ist also hier. Da werde ich jetzt so ein bisschen ummodellieren dürfen. Redstone Torch. So. Mal, wie das darauf reagiert, das da drauf überhaupt? Ja. Reagiert das Redstone darauf, wenn ich rein theoretisch hier hinmache? Nee. Das ist eben die Sache. Ich kann hier aber auch direkt runter platzieren, meines Wissens, oder einfach so hier drauf. Gut, das funktioniert. Gut. Super. Dann baue ich das so mit. Muss das. Ja, das muss alles so funktionieren, wie ich es möchte. Dann bauen wir hier so ein bisschen vorher etwas ab, um den Weg nach unten zu machen. Dann bauen wir da oben etwas zu. Das macht zwar jetzt alles da unten kaputt, aber ist mir jetzt scheißegal gerade. Das repariere ich. Das sind nur kleine Makel. So. Weil das soll natürlich nicht gesehen werden, was hier gebaut wird. Alles im Hintergrund sein. Aber Licht will ich trotzdem haben. So. Wo war jetzt nur mein Weg? Da. Gut, perfekt. Dann läuft das nämlich hier lang. Das Problem ist nämlich, ich brauche hier einen Redstone-Repeater. 100% weg. Genau. Sogar ein Fehler. Nein. Stopp. Ganz einfach. So und. Vielleicht klappt das sogar so schon. Guck mal. Vielleicht habe ich das sogar so schon gelöst. Das wäre super. Also die Tür. Ah ja. Gehen wir außen lang. Ist aktuell so offen. Und wenn ich jetzt. Epische Musik, ja. Ja, ein bisschen lauter. Anderer Weg. Die Spannung läuft. Vielleicht klappt das sogar ohne Repeater durch die Redstone-Fackeln. Oder vielleicht klappt das gar nicht gerade wegen der Redstone-Fackel. Ich guck mal nach. Das kann nämlich durchaus sein, weil das Signal andauernd an ist. Ja, nämlich das ist das Problem, das Signal ist die ganze Zeit an. Ah, das habe ich nämlich nicht bedacht gerade. Das muss ich anders lösen. Das muss ich schon. Aber wir haben schon mal unseren Weg dahin gefunden. So gesehen. Ach, können wir vielleicht machen wir vielleicht ein bisschen anders. Ohne die Torch.
Danke. Vielleicht klappt das ja. Wobei, das muss glaube ich mit der Torch gemacht werden. Ich sehe das dann mir mal gleich nochmal an. Cobblestone. Darauf. Darauf. Redstone. Dahin. Dahin. Das geht sogar gut. Die einzige Sache ist jetzt natürlich die Ausbesserungsarbeiten. Ja. Aber da gucken wir nochmal genau hin. Nehmen wir Stein. Stein ist wertvoll, aber wir nehmen das jetzt hier für. Problem ist nämlich, ich kann jetzt hier nicht zumachen. Wie machen wir das denn genau? Hier ist der geheime Stein. Aber wartet, das ist... Genau. Wir mögen es schön dicht. Dicht? Ja. Es wird schon wieder dunkel. Hey! Du bist manchmal wieder leiser. Bevor ich... halt nichts von der Musik wahrscheinlich. Ja, bevor ich hier den Krieg... noch nicht dunkel genug. Ja, okay, ja, ist noch mehr als genug Licht vorhanden. Und jetzt gehen wir mal ausgraben. Ich guck mal, wie viele Minuten haben wir schon? Ach, das geht. Noch ein paar Minuten kriegen wir hin. Die Zeit vergeht hier so schnell. Ja, sehr schnell. Also da haben wir so unseren allerersten kleinen Tunnel gebaut und Co. Und das mag mir doch gefallen. Jetzt bin ich hier unten so halb gefangen. Aber es mag mir jetzt erstmal egal sein. Ich komme schon irgendwie nach oben. Notfalls grabe ich mich hoch. Ja. Skelett, ich habe dich gehört. Ich bin noch einen epischen Kampf gegen ein Skelett. Weil ich nicht ordentlich ausgeleuchtet habe. Oder Chunk. Nö. Mal runter. Hätte doch eine Höhle gefunden, oder? Ach, keine Ahnung. Wir gehen hier runter zu einem Standplatz. Da mag ich aber nicht ganz so tief. Ich bleibe mal auf der Ebene hier. Und dann werden wir uns hier reingraben. Und unser Glück mit unterschiedlichen Ressourcen finden. Zum Beispiel Eisen. Sehr schön. Weil das brauchen wir für die Eisentür, wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Und ich muss mir unbedingt gucken, wie ein Redstone mit Peter geht. Wisst ihr was? Genau das gucke ich gerade mal. Jetzt, während der Aufnahme. Ich konnte nämlich nicht sehen. Redstone-Verstärker heißt es hier, ja. Ja. Untergebracht. Ah, der ist gar nicht mal so schwer. Der ist gar nicht mal so schwer. Wisst ihr was? Das kriegen wir diese Folge sogar vielleicht noch hin. Jetzt will ich doch wieder hoch. Ich habe aber nicht genügend Redstone dafür. Gut, ich brauche Redstone. Das steht schon mal fest. Wo wollte ich jetzt lang? Ich wollte hier lang. Hier leuchten wir nochmal aus. Nochmal weiter. Ich brauche noch einen Redstone dafür. Zwei Redstone Torches und bei nein. Das könnte sogar direkt klappen. Ich will wieder hoch. Das machen wir jetzt noch. Weil das will ich ausprobieren. Das mag ich jetzt wissen. Das wäre so ein kleiner Erfolg. Diesen Erfolg wollen wir uns gönnen natürlich, weil wir sind Razor und der Erfolg sei uns gegönnt. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Danke. Es ist alles sehr unpraktisch gebaut. Aber ihr wisst ja, wie ich das hier alles meine und tut und tue. Und mache. Hallo Skelett, das ich höre, aber nicht sehe. Und Skelett, das mich irgendwie belästigt, weil es irgendwo in einer Höhle hockt und es sich da gemütlich macht. Und da will ich hoch. Also werde ich hier was abbauen. Irgendwie so hier. Und werde ich hier was runterbauen. Genau, irgendwie. Dann wird es da nochmal einen Abstieg geben. Und dann mache ich hier was weg. So. So. Dann passt das eigentlich auch. Denn jetzt ist es dunkel draußen. Nee, es ist immer noch hell. Sehr schön.
Ja, passt ja. Aber ich glaube, der hier kann nicht wachsen, weil der andere im Weg ist. Mal den hier mal weg kurz. Wir haben ja nicht umsonst die Häuser. Und dann wird das auch gewesen sein gleich mit der Folge, nachdem ich das ausprobiert habe. Und dann hier. Da. Mein Chunk wird sich bestimmt freuen über die Begrünung seines Hauses. Ich meine, so ein paar Bäume um das Haus herum. Hat noch niemanden geschadet. Ja, ah, mit der Burg bin ich noch so gar nicht zufrieden, aber der hier sollte vielleicht dann darauf. Kriege ich das von hier unten hin? Nee. Aber das muss ich jetzt machen, Entschuldigung. Das muss ich jetzt machen. Das ist. Kennt ihr das, wenn ihr so einen kleinen Makel bemerkt und dann unbedingt wegmachen müsst und sonst kriegt ihr keine Ruhe? Ja. Zum Beispiel den genau. Hier. Und das Telefon, das ist auch ein Makel. Irgendwie so oder. Ah, weg damit. Das wird schon. Mach ich einen Half-Step hin oder so. Das war Stein, oder? Ja, das war Stein. Ich brauche. Stein habe ich hier. 2, 3. Eine Redstone-Fackel. So und so. Nehme ich die eine dahin, die eine dahin. Das kommt dahin. Und das kommt dahin. Ja, perfekt. Und, ja. Eisen. Und dann muss ich nach unten. Verdammt. Oh, das ist so episch gerade. Müsst ihr mir den kleinen Glückserfolg hier gönnen, weil ich bin so ein Minecraft-Noob und alles. Deswegen ist das so ein kleiner Erfolg dann immer so für mich, wenn ich dann sowas kriege. Muss kurz mal gucken. Muss den Schalter oben anmachen. Boah, diese epische Musik dazu. So als ob gleich so ein gigantisches Ereignis ausgelöst wird. Ich muss den gerade mal anschalten. Den lieben Schalter. So, dann weiß ich nämlich, wie weit das Signal für die Redstone für das Redstone geht und wo ich dann den Repeater ansetzen muss. Ah, ich sehe schon den Fehler. Nämlich das Teil hier. Was ist das Teil? Geht es nämlich an. Lass mich kurz mal gucken. Kann das sein, dass das eben unterbrochen worden ist dadurch? Nee, das läuft gut. Brauchen wir vielleicht einen weiteren Redstone-Repeater? Ich baue das einfach mal hier hin. Das so rum. Ich weiß das gerade gar nicht. Oh, ich bin gerade so verwirrt. Die Tür ist zu. Da könnte ich jetzt aber eine Torch machen, weil wenn hier das Signal hinkommt. Stimmt, da kommt eine Torch noch. Dann. Wo habe ich eigentlich jetzt eine Redstone-Netzwerk gehabt? Egal. Torch kommt zu mir. So. Weil rein theoretisch. Wie war denn das, wenn das Signal jetzt da hinkommt? Was andersrum? Oh, ich weiß das gerade gar nicht. Aber ich glaube, ich muss das vorher anbringen schon. Weil es so ein bisschen weitergeht. Torch kommt zu mir. Torch. Ah! Mensch, kein Erfolg. Erlebnis für mich. Was? Ups. Ja. Das war irgendwie so, wenn. Ich kann schon mal ein bisschen damit aus, zumindest. So, hier hin. Dann hier. Ist da weg. Eine Etage tiefer. Kabel hin.
So. Mal gucken. Rein theoretisch. Ich muss ja nach oben. So. Und irgendwie muss das Signal ja unterbrochen werden. Ich guck, ich lese mich auch nochmal schlau, weil... Das wird schon irgendwie... Naja, ich gehe jetzt erstmal hoch. Werd es mir nochmal gemütlich machen. Und werde dann sagen, ciao, ciao. Dann wird das mit meiner Aufnahme gewesen sein. Mhm. Weil ich gebe Chunk vorher ein wenig Stein. Habe ich Stein dabei? Ja, die Hälfte. Wobei, nein. Geben Chunk schon ein bisschen mehr. Hier. Ey. Das ist so. Ja. Da habe ich den von ihm genommen. Um die 50. So. Ja. Cobblestone kommt hier rein. Ich brauche unbedingt demnächst wieder etwas. Weiß ich nicht. Kohle. Genau, das war's. Stein. Hier. Dankeschön, Frank. Ich hab keinen Cobblestone mehr, ne? Nur einen normalen Stein. Doof. Aber wisst ihr was? Wir sind ja nicht geizig. Ich meine, für den lieben Chunk ist das mehr als genug. Sieht schick aus. Ja. Ja. Ich meine, so eine kleine Steinspende. Hat noch niemanden geschadet. Der freut sich bestimmt. Das auf jeden Fall. Und jetzt ich mein kleines beschauliches Heim. Leg mich nochmal schlafen. Und werde mich dann verabschieden. Och Gott. Minecraft-Folgen. Ja. Hallo? Wobei. Wir wollen die Ausschau genießen. Ich will auch von unten mal kurz mal gucken, wie das so ausschaut. Ja, es gibt noch nicht so viel her, aber das wird noch, das wird noch. Also ein herzliches Auf Wiedersehen, bye bye und tschüss. 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 Disconnect.